Ist das jetzt das Pokémon, das wir töten müssen, oder? Vor allem töten. Vor allem töten, Tim. Wir töten, wir besiegen sie nicht. Wir töten sie direkt. Einfach mal. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultramond. Diesmal so spät in der Nacht, dass es Ingame Tag ist. Im letzten Part haben wir Route 2 so ziemlich bis zum Ende durchbekommen. Ich glaube, das dahinter ist Route 3. Wir haben den Big Wave Beach erkundet und dort auch ein Problem mit Team Sky geregelt. Und wir stehen nun vor der Vegetationshöhle, wo die erste Prüfung stattfindet. Und Elima steht auch schon da. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt, und zwar hier in der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? Jo. Also dann, ich erwarte dich im Inneren. Ich check vorher nochmal ab, ob ich genügend Tränke habe, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen was. Ja, glaube, ein paar hole ich mir doch noch. So dass ich bei 20 bin, fühle ich mich einfach akkurat sicherer. Da fühle ich mich halt einfach direkt sicherer. So, diese Prüfung werden wir auf jeden Fall in diesem Part abschließen. Zumindest hoffe ich das. Ihr kennt mich. Naja. Sollten wir aber eigentlich hinbekommen, denke ich mal. Sollte jetzt nicht so das Riesenproblem darstellen. So. Deswegen gehen wir jetzt hier direkt rein in die wunderschöne Höhle. Hat sie sich optisch verändert zu Pokémon Mond? Nein. Hat sich die Prüfung verändert zu Pokémon Mond? Ich bin gespannt. Haben wir immer noch die nervige Prüfungsmucke? Ich bin gespannt. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain Elima, aber das weißt du ja bereits. Ich kläre dir jetzt erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe hier besteht aus Folgendem. Nein, die Prüfung hat sich auch nicht geändert. Besiege 3 Pokémon, die sich in ihren Nesthöhlen verstecken. Sobald das geschafft ist, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dir den Zeitkristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinem Pokémon. Oh, eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas. Ich hätte doch glatt vergessen zu erwähnen, Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. So, jetzt geht's auch schon los. Die erste der 8 Prüfungen in deiner Inselwanderschaft. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Ja, immer noch die nervige Prüfungsmusik. Ach komm. Das macht das Feeling in der Vegetationswelt einfach so kaputt. Ja, ich möchte hineinsehen. So, es ist genauso wie im Pokémon Mond. Wir haben hier Alola Radfratz und der Endboss ist ein Alola Radikal und ja. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber Level 11 ist dann doch schon etwas heftig. Ja, aber was will man erwarten? Was will man machen? Nutzen wir die Gelegenheit, um für Nico ein bisschen XP zu bekommen und gleichzeitig für Freezing Fire ein bisschen XP zu bekommen. Der Ruckzucki macht uns jetzt nicht so viel Damage und du kriegst jetzt ein Rosierblatt in die Fräse und du bist selbst mit einem Tackle schneller als wir. Das ist heftig. Dafür one-hitten wir dich halt, so einfach mal fast. Und jetzt stirbt. Das sollte eindeutig ein Level-Up für Nico sein. Gibt halt aber trotzdem kaum XP. Das ist natürlich heftig. Du musst noch 2 Pokémon besiegen. Muss ich das also? Und was ist, wenn ich keine harmlosen Pokémon töten möchte? Ja. Ist das jetzt das Pokémon, das wir töten müssen, oder?
Vor allem töten. Vor allem töten, Tim. Wir töten, wir besiegen sie nicht. Wir töten sie direkt. Einfach mal instant Kopf ab. Naja. Los, Nico, komm zurück. Los, Freezing Fire, mach, töte es mit deinen rasierenden Rasierblättern. Ihr macht mir irgendwie zu viel Schaden. Wie viel Schaden machst du? 6 KP, genauso wie deine andere Amigo. Aber du bist dafür ein One-Hit. Du gibst trotzdem kaum XP. Warst du jetzt einer, der die wir töten mussten? Warum soll ich schon wieder töten? Aber schön, dass du uns noch eine Sinelbeere fallen lässt. Ich glaube, wir haben... Ne, haben wir nicht. Da, das wollte ich machen. Ja, komm, mach voll. Wie viele Sinelbeeren haben wir denn? 5? Joa. Kriegst du eine zum Tragen für den Feier. So. Dann hole ich mir jetzt hier erstmal schnell die TM. TM 31, Durchbruch. Die ist doch sogar gar nicht so scheiße. Kann das einer von euch lernen? Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt natürlich zu praktisch im Kampf hier dann gegen den... Boah, das wäre vielfach effektiv. Oder kampfeffektiv gegen Unlicht. Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier durch. Und wir finden das Item Supertrank. Ja, ich möchte da hineinsehen. Sie ist leer. Weil es jetzt dort oben hinauskommt. Boah, das war irgendwie so richtig scheiße. Schaust du da raus? Genau. Wenn wir jetzt da sind, dann bist du da auch nicht rauskommen, oder? Wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, jetzt kommst du wieder da raus und dann bist du wieder da oben. Gut, aber ich wollte das Item sowieso haben, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Oh, Team Skull. Jo, jo, jo. Ach, für die Abredung an den Strand, na, du Ball, erinnerst dich noch an uns? Logo. Echt jetzt? Dabei sehen wir alle gleich aus. Krasse Leistung. Ja, aber das ist doch jetzt völlig schnurzpiepegal. Wir haben uns hier in die Höhle geschlichen, um einen nervigen Bike gehörigen Strich durch die Prüfung zu machen. Alles klar, Bro? Ja klar, wie los, Brüder. Dann mal los, wir klauen dir jetzt alle Pokémon. Und wir schauen einfach immer noch so richtig emotionslos. Ja, komm nur her mit deinen... Zappel-Philipp-Moves. Mit deinem Rumgefuchtel. Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Ich weiß nicht, wie es nennen soll. So, du hast auf jeden Fall immer noch ein Traumato. Auf welchem Level denn diesmal? Zu hoch für Nico immer noch, aber das soll mir egal sein, denn wir switchen eher auf Freezing Fire. Denn der braucht die XP. Der braucht einfach die XP. Pfund, das sollte jetzt nicht so viel Schaden machen. Ja, 4 KP. Ja, erstaunlich, sehr effektiv, aber naja. Ob es jetzt so viel Schaden machen wird? Tatsächlich ja. Ich frage mich halt, macht ein Rasierblatt nicht trotzdem mehr Schaden? Ja, ungefähr gleich viel tatsächlich. Wow. Das ist schon heftig und du wehrst die Attacke ab. Du Bastard. Ich hoffe, die XP reicht für ein Level-Up für Freezing Fire. Auch wenn ich nicht dran glaube. Aber man darf ja mal hoffen. Oh doch, es reicht. Level-Up, Level 50. Ich weiß gar nicht, wann du dich entwickelst. Level 16 oder 17 wahrscheinlich. Oder 18. Nico erreicht Level 10. Boah, ja, bis. Gerne. Scheiß auf Energiefokus. Nutze ich eh nie die Attacke. Was hat denn los, aber ich überhaupt bei Team Skull verloren? Besteht Team Skull nicht nur aus Losern? Was geht denn jetzt ab? Ich check's nicht. Da brummt mir der Schädel. Ist das Bike zu stark oder sind wir zu schwach? Fisherman's Friend.
Das hätte doch ganz anders laufen sollen, aber ja, die ist echt mal viel zu stark. Vergessen wir kurz mal das doofe Balkon, diese ganze Prüfungsstätte ist unheimlich. Da sagst du was, Bro. Normale Pokémon lassen sich hier erst gar nicht blicken. Muss an dem krassen Bike liegen. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, weiter hinten haust du ein super krasses Pokémon. Geht dir das in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker. Niemand macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde, kapiert? Wir blockieren ihre Nisthöhlen und wenn die Radfratze ihren Schädel rausstrecken, schnappen wir sie uns. Checkst du das? Nicht jetzt. Geschnallt, klingt nach einem Plan. Auf geht's. Ihr seid doch solche Vollidioten. Aber ich danke euch, dass ihr mir diesen Gefallen tut. Naja. Ja, ich wollte ihn einsehen eigentlich. Und da greift es mich auch schon an. Oh, das ist sogar schon radikal. What the fuck? Oh, dann ist doch nicht Alola radikal der Herrscher? Das gibt mir gerade ein bisschen zu denken. Oder ist es doch ein Herrscher radikal? Ich weiß es nicht. Das ist gerade etwas strange und das verwirrt mich. Es verwirrt mich doch etwas sehr. Hör auf mit deinem Rückschlag. Ah. Wir machen trotzdem viel zu gut Schaden mit Rasierblatt. Oh, Superzahn kann wehtun, glaube ich. Aber wir haben unsere Sinelbeere. Sinelbeere, unsere magische. So, und jetzt kriegst du noch ein Rasierblatt rein und dann bist du auch schon tot. Bist du auch schon tot. Das macht genau 10 KP Schaden, dieses Drecksviech. Naja. Das gab sogar gut XP, so dass Nico noch ein Level-Up bekommt. Nice. Und alle sind down. Das heißt, wir dürfen jetzt dorthinter. Davor gönnen wir uns aber ein Tränkchen. Beziehungsweise zwei Tränkchen. Und eine weitere Sinelbeere. So, wir werden aber Nico vorne lassen, einfach wegen dem Routenschlag, dass wir mehr Damage machen auf das Herrscher-Pokémon. Absolut fantastisch. Du hast alle drei Pokémon bezwungen. Bitte gib dich nun ins Innerste der Höhle. Das mache ich doch mit Vergnügen. Das mache ich doch mit Vergnügen. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Ja. Doch dann. Das ist jetzt ein Alola. Ja, es ist trotzdem ein Alola radikal. Ein überdimensional großes, fettes. Naja. Man darf ja auch mal die Hoffnung auf was Neues haben. Aber nein. Das heißt, Simon wird gegen einen Manguspector kämpfen. Ich habe jetzt nicht geschaut, welcher Stat erhöht wurde, aber dieses Viech ist echt holy fuck riesig. Naja. Einen überlebst du. Du hättest zwei überlebt, hättest du eine. Hättest du eine Sinelbeere. Egal, dann nutze ich diese Chance jetzt noch für einen Ruckzucki auf Radikal. Einfach um noch ein bisschen Schaden zu machen und diese Kämpfe laden immer noch Jahre. Ja, war jetzt sogar nicht so schlecht Damage. Wow, wir hätten doch noch einen Schlag durchbekommen. Ja, schon dafür. Naja. Freezing Fire wird den Rest schon hinbekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Er hat auch eine Sinelbeere noch im Gepäck. Rasierblatt trifft auch beide. Das heißt, das ist recht praktisch. Also go for it, wenn der Fight nicht 20.000 Jahre laden würde. Zuki macht jetzt nicht so viel Damage. Der biss schon ordentlich und... ja. Hey, das Zurückschrecken, das gab's ja auch noch. Lad doch nicht so ewig, bitte.
Ich habe nicht aufgepasst, wie viel Schaden er bis macht, aber wir kommen durch. Das Ding ist... so viel Schaden machen wir dem Radikal gar nicht. Irgendwie hat der Rückzug deutlich mehr Schaden gemacht. Ja gut, wir haben auch einen Seidenschal noch. Und, naja. Der Biss, der macht 12 KP. Und die Verfolgung... 7. Ich gehe ein großes Risiko ein. Das Ratzpratz müsste sterben. Jetzt kommt es mit einem... Naja, jetzt sind wir weg. Nicht! Huh! Scheiß Ruckzucki, Alter. Scheiß Ruckzucki. Jetzt gönne ich mir aber den Supertrank. Ah, da haben wir ja 5 Stück von. Ja, dann können wir ja schon mal. Ja, jetzt macht uns der Biss auch nicht so viel. Jetzt hat er 13 KP Damage gemacht. Naja, sagen wir mal so, ist egal. Ist jetzt so oder so down. Ja, ich soll keine so große Klappe haben, ich weiß. Ich weiß. Jetzt ist es aber down. Get fucked! Level 16. Reicht es schon zum Entwickeln? Das wäre ganz cool eigentlich. Unheilböden. Ja, komm. Drauf geschissen. Alter, what? Bautz, dreh deinen Kopf wieder zurück. Naja, anscheinend keine Entwicklung. Radikal ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe. Dafür schlägt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Fletcher, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm dir den Zetgrizzal aus dem Sockel. Oder kommt jetzt das... Ach nein. Nevermind. Auf jeden Fall, wir haben den Zetkristall. Normium Z hieß der Scheiß, glaube ich. Irgendwie so. Ja. Du hast den Zetkristall Normium Z. Normium Z wurde in der Zetkristalltasche verstaut. Was du gerade erhalten hast, ist der Zetkristall des Typs Normal. Er wird auch Normium Z genannt. Du sollst ihn unbedingt deinem Pokémon geben, das Normalattacken einsetzen kann. Dann musst du nur noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit normalen Attacken die fulminante Z-Kraft. So viel dazu, nun weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwarte dich immer ein besonders starkes Pokémon, so wie Radikal gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon in Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm diese Superbälle zur Feier des Tages. 10 Superbälle. Deine Pokémon haben bravourös gekämpft. Warte, ich mache sie mal eben wieder fit. Danke. Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Komm doch bitte zu Route 3. Das machen wir doch mit Vergnügen. Denn wir haben die Prüfung bestanden. Beeindruckend, du hast dir zusammen mit deinem Pokémon den Glanz des Z-Kristalls einverleibt. Die Alolaner erlangen also eine mysteriöse Kraft, die sie Z-Kraft nennen, indem sie völlig ohne fremde Hilfe verschiedene Prüfungen bestehen. Sehr interessant. Und all das erreichen sie aus eigener Kraft. Eine wirklich beachtliche Leistung. Wir dagegen sind voll und ganz auf die Mittel der Wissenschaft angewiesen, wenn wir vor einem Problem stehen. Es freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Mirin. Und ich heiße Cyonir. Wie lautet der Gruß der Region noch gleich? Ach ja, Alola.
Wir untersuchen aus gewissen Gründen die Z-Kristalle, für die Alola so berühmt ist. Wir haben außerdem großes Interesse an diesen Po-Gebellen, die ihr hier benutzt. Sollten wir uns in Zukunft wieder begegnen, hoffe ich auch auf gute Zusammenarbeit. Ich mag die Musik von denen. Die haben geiles Theme. Das ist immer noch der unnötigste Scheiß, der eingeführt wurde. Mit diesen Pokémon, die auf einen zusprinten. Es ist einfach nur nervig. Nicht mehr und nicht weniger. Nervig. Und dann scheitert auch noch diese Drecksflucht. Und dann ruft es auch noch Hilfe. Warum hat euch das eigentlich verdient? Kann sein, dass man eine Augenfarbe von einem Rasper sieht, ob es männlich oder weiblich ist. Naja. Dann machen wir halt den hier, dann kill ich euch halt schnell beide. Du machst mir etwas zu viel Schaden, wenn ich ehrlich bin. Wieso macht Biss so viel Schaden, Alter? 12 KP. Schon wieder 12 KP. Nein. Wir gehen. Warum macht Biss so viel Schaden? Alter, Freezing Fire muss sich entwickeln. Genauso wie Nico und LP Pikachu. Och nein. Die beiden müssen sich auch entwickeln. Wäre zumindest nicht schlecht. Oh, hier gibt's auch Dickler. Hier gibt es auch Dickler. Aber auch das tun wir uns nicht. Oh Mann, Alter, mit Nico kann man nichts machen, Alter. Ein Ratfratz ist so useless. Der Freezing Fire wird sterben, wenn ich auf ihn wechsle. Kannst du weiter so versuchen. Ey, mit Nico geht echt nichts. Mit Nico geht echt nichts. Das ist schon unglaublich, Alter. Bin ich draußen. Wehe, mich labert jetzt irgendjemand an. Ich will zum Pokémon Center. Illima, bitte nein. Ich will zum Pokémon Center. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Illima. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du das verstanden? Dann sieh jetzt zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Illima. Er schnipst und es kommt ein Dude, der die Barriere aufmacht. Voilà, und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Millimele bin ich der einzige Captain, sprich, es gibt hier auch nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Hala Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Ja, wenn ihr aufhören würdet, mich zuzulabern. Oh, Fletcher, in Limas Gesicht nach zu urteilen, hast du deine erste Prüfung wohl bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säusestimme die Z-Kraft. Nein! Okay, ja. Die Erklärung reicht mir schon. Aber du musst mir jetzt kein Kampftutorial geben. Du musst mir jetzt kein Kampftutorial geben. Wow. Bitte. Schon. Nein! Und wegen sowas werden Parts unnötig in die Länge gezogen. Man kann hier einen Vulcano fangen. Okay, das ist krass. Ja, bitte. Hör auf. Ich habe Pokémon Mond gespielt. Das ist das gleiche Spiel bis jetzt. Mach einfach. Ja, mach deinen Hitlergruß, Alter. Ganz ehrlich. Oh. Alter, wie wütend Wuffels schaut. Hyper-Sprintangriff.
diese. Weißt du, dafür haben sie dann nicht mehr genügend zum Animieren für die Füße. Wofür fliegt er einfach auf den auf Sukarno zu, Alter? Danke, das reicht schon. Jetzt aber bitte nicht noch drumherum. Ich werde nämlich müde und möchte eigentlich schlafen gehen, lieber Kukui. Puh, durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf sein Pokémon. Und das lockt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Ist das alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Professor? Oh, schreck, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Lilly auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen, Fletcher? Ich werde auch nachsehen, wo sie vielleicht verschwunden ist, irgendwohin. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. Solange ihr mich jetzt in Ruhe lasst, ist alles gut. Solange ihr mich in Ruhe lasst, ist alles gut. Meine Damen und Herren, das soll es mit diesem Part aber erstmal wieder gewesen sein. Im nächsten Part werden wir Route Nummer 3 betreten. Und ja, dann werden wir dort halt weitermachen, so, ne? Deswegen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da, ja. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wenn nicht, dann nach oben. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Ultra Mode. Also rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.